Ich sehe hier doch irgendwo ein Schiff. Dann gehen wir mal kurz an Bord unseres Schiffes. Mal gucken, ob das was bringt. Ah, jetzt kann ich. Leiste den Sturm. Der Inglori do Espris posiert in deiner Hand mit seiner Kraft. Er zitterte in seiner Scheide und zum ersten Mal seit 200 Jahren wird die Klinge gezogen. Du schwingst das Schwert, während deine Stimme das Meer ruft und dabei unheimlicherweise immer lauter wird, anstatt zu verhallen. Ja, ja, den Schwur. Weißer Nebel, kalt wie ein Grab, steigt von der See hoch und hüllt die Defiant 4 ein. Ihr vernehmt das Geräusch einer sich nähernden Galeone. Das Knarren des über Jahrhunderte verrotteten Holzes geht das Stöhnen der Untoten über. Während die Galeone dich flankiert, sieht dich Lucia Rivan durch den dicken Nebel hindurch an. Ihr fleischloses Gesicht wird durch die Flammen, die in ihren tief liegenden Augenhöhlen flackern, erhellt. Dann besteigt die Todeswächterin und ihre Skelettmatrosen dein Schiff und kommen, um das Schwert zu holen. Um dich zu holen. Das wird ein Spaß. So, dann habe ich eine ziemlich gut trainierte Mannschaft. Keine Möchtegern-Piraten. Und ich bin ein Wächter. Mit mir legt man sich nicht an, Lucia Rivan. Oh, sie hat ein paar große dabei. Eine Gruppe wütender Untoter stürmt auf dein Schiff zu, aber dann bleiben sie abrupt stehen und treten zur Seite, um ihrem Kapitän Platz zu machen. Mit festen, schweren Schritten kommt Rivan auf dich zu. Sie hält kurz hin und starrt dich mit feurigen Augen an, die dich geradezu durchstechen. Gebt mir den Seelenverschlinger, sagt sie. Sie streckt eine Skeletthand nach dem Schwert aus. Ja, welchen Anspruch hast du auf dieses Schwert? Ich habe den Onglero aus einem Grab gestohlen. Lucia Rivan, ich übernehme den Befehl über dein Schiff. You wish to steal the Fumferus and the Ingoliero do Espirs from my control? Insolent bag of flesh! The only way you shall step foot on this ship is as one of my crew. Du möchtest gern die Fumferus und die Ingoliero do Espirs meinem Befehl entziehen, welch frecher Fleischsack. Mit einer einzigen Art, die einzige Art, die, wie du einen Fuß auf dieses Schiff setzen kannst, ist als ein Mitglied meiner Mannschaft. Ihr das Schwert geben. Der fliegende Henker hat jetzt einen neuen Captain. Ich gebe mir das Schwert nicht her. Wie wäre es mit einem Tausch? Das Schwert gegen dein Schiff? Ich verhandle nicht um das Schwert. Ich komme im Namen von Captain Eldis. Sie will Urkaiso plündern und braucht deine Fumferus, um das zu schaffen. Ich brauche dein Schiff, um Eotas daran zu hindern, das Rad zu zerstören. Ich kann nicht erkennen, warum ich das kümmern sollte. Ich jage einen bösartigen Gott und ohne die von Pharos kann ich ihn nicht fangen. You make a compelling argument, but I am sorry. I will not allow your personal concerns to impede my duty.
Das ist ein verlockendes Argument, aber ich bedauere, ich werde nicht zulassen, dass deine persönlichen Angelegenheiten meine Pflichterfüllung behindern. Schwenke, dreh mal einen Schritt zurück und die Untoten stürmen mit Kampfschreien auf dein Schiff zu. Luca, was machst du da drüben? Irre sein? Ich werde nichts sagen, aber meine Crew ist, glaube ich, etwas zu stark mittlerweile. Uralter Vampir. Oh, der könnte ein bisschen böser sein. Ja, selbst Mirke haut rein, die ich noch nie dabei hatte eigentlich, wirklich. Ja, wir haben das Schiff. Nachdem die letzten Untoten erledigt sind, kannst du dir jetzt den fliegenden Henker nehmen. Am Steuer des fliegenden Henkers stehend signalisierst du deinem Bootsmann, in See zu stechen. Der Wind feucht durch die zerfetzten Segel. Verrottetes Holz stöhnt, dass das Schiff an Tempo zulegt. Yay, ich hab den fliegenden Henker. Und ich darf die Leichen nicht plündern. Gemeinheit. Ah, Tatsache. Ich habe jetzt den fliegenden Henker als Schiff. Von Ferus. Ja, der fliegende Henker ist auch nur eine Galeone, von der Größe her. Wie ist denn der fliegende Henker ausgerüstet? Ausgefranstes Segel und verseuchter Rumpf. Dieser Rumpf ist ein Opfer von Abnutzung und gefährlicher Vernachlässigung. Das Holz vermodert an allen Stellen. Die Schiffswürmer haben von vorne bis hinten ein Tunnellabyrinth ins Holz gefressen. Allein das Gewicht von Seepocken würde ein kleines Schiff senken. Aber dieses hier wird von einem nicht normalen Zauber nautischer Ingenieurskunst oder beidem zusammengehalten. Mhm. Dieses Segel ist so zerschlissen, dass sie nahezu nutzlos sind und eher wie Leichentücher an den Masten hängen. Es ist ein Rätsel, wie sie noch Wind einfangen oder gar ihre Form halten sollen. Trotz ihrer Erscheinung hängen sie an ihrer Funktion mit der Hartnäckigkeit eines Todeswächters. So, das heißt, Todeswächter oder oder Stauholz? Ich habe den fliegenden Henker von Rivan erbeutet. Bleibt nur noch den Anführer der Prinzipien Stauholz zu treffen, um die Flotte für die Reise nach Ukaiso vorzubereiten. Ich find's lustig, wie wir Nebel hinter uns herziehen. Der Wind trägt ein ungewöhnliches Geräusch an dein Ohr. Im Henker. Ein entferntes Brüllen erreicht dich über das Wasser, deine Nackenhaare stellen sich auf. Cheeto Peckgaft, legen die Götter sich das mal selbst an. Birdo stößt die Finger in die Luft. Es ist ein gottverdammter Drache. Ein massives, geflügeltes Reptil erhebt sich über der von Ferus, wirft einen Schatten über das Deck und bringt die Segel zum Knarren. Bewegt euch, Hürde. Es ist um euch geschehen, Jungs und Mädels. Bellt im Maini. Holt die Segel ein, macht das Pulver bereit zum Benetzen. Der Drache verschwindet in die Distanz und hinterlässt eine Linie am Horizont. Du kannst gerade so eine Reiterin aufmachen, die auf seinem Rücken sitzt. Bleibt ruhig alle miteinander und geht auf eure Posten. Ich könnte selbst einen Reitdrachen gebrauchen.
Ignoriert diesen Befehl. Wir finden heraus, was sie wollen, bevor wir uns bereit machen zur Verteidigung. Ladet die Kanonen und seid bereit zu feuern. Abwarten und beobachten. Bleibt ruhig und geht auf eure Position. Ihr habt den Kapitän gehört, ruft den Mani. Alle Mann auf die Posten. Deine Mannschaft eilt über das Deck, als sich das Biest langsam nähert. Der Drache stoppt überhalb der von Pharos. Der Wind von seinen Flügeln bläst sich fast um, als sein Reiter fordernd hinabblickt. Sie steigt ab, rutscht vom Rücken des Drachens und dann in die Luft. Ja, jetzt kommen auch noch Drachenreiter. Wir haben jetzt schon eine Spezialversion des fliegenden Holländers. Jetzt haben wir noch Eragon, den Drachenreiter, einen wütenden Gott. Watcher of Cadnua, if I might have a moment of your time. Wächter von Cadnua, wenn ich einen Augenblick deiner Zeit haben dürfte. I am Lengraf, and unless I'm mistaken, you're the Watcher of Cadnua. Ich bin Lengraf und wenn ich mich nicht irre, bist du der Wächter von Cadnua. Die eindrucksvolle Gottähnliche schlaft ihre Schulter und sieht dich mit durchdringendem Blick an. Freut mich, dich kennenzulernen. Seufzen, was willst du? Wer bist du? Schöner Drache. Du hast 10 Sekunden, vor meinem Boot zu kommen, bevor ich das Feuer öffne. Schöner Drache. Sie ist real pretty. Regardless, she's coming back, ain't she? Sie ist ziemlich hübsch, hey. Sie ist ziemlich hübsch. Hey, egal, sie kommt ja zurück, oder? Er reckt den Hals. Isn't he? Gafernerkos is my brightest pupil. Nicht wahr? Gafernos ist mein schlauster Schüler. Sie schirmt die Augen ab und blickt auf dich, um zu beobachten, wie der Drache das Schiff umkreist. I seek a truant member of the Circle of Archmagi, Maura. Ich suche nach einem abwesenden Mitglied des Zirkels der Erzmagier, Maura. She sent rather cryptic word that she'd found something of cataclysmic potential in the Black Isles. Something that could aid you in the fight against Aethys. Sie hat uns eine recht kryptische Nachricht zukommen lassen, laut der sie etwas mit verheerendem Potenzial auf den Schwarzen Inseln gefunden hat. Etwas, das dir bei deinem Kampf gegen Aethys helfen könnte. You've aided the Circle of Archmagi once before. We've found ourselves wondering if you might do so again. Du hast dem Zirkel der Erzmagier schon einmal geholfen. Wir haben uns gefragt, ob du das noch einmal tun könntest. Moment, wer ist Maurer? Eine Huana-Zauberin und ein Mitglied der Zirkel der Erzmagier. Lengra verzieht gequält das Gesicht. Ach, ist das jetzt hat das jetzt was mit der Archimier-Sache zu tun und dem Observatorium? She specializes in magic involving tentacles. It's a niche field. Sie ist auf die Magie mit Tentakeln spezialisiert. Eine Nische. Er verzieht das Gesicht. Warum weißt du sowas, Alok? Und warum Tentakel? Zu viele, ihr wisst schon was, gesehen und gelesen. Warum löst der Zirkel der Erzmagier niemals diese weltbedrohenden Krisen? Ja, sind wir mal schnippisch. Vielleicht lösen wir mehr, als du denkst. Vielleicht wir einfach nicht advertisieren zu den common Kith, wie oft Aeora kommt zu der Brink der Destruktion. Vielleicht lösen wir ja mehr, als du denkst. Vielleicht zeigen wir den gemeinen Gestandenen einfach nicht, wie häufig Aeora am Rande der Vernichtung steht. Warum sollte ich euch helfen? Es gibt da ein 700 Fuß großes Problem, das meine Aufmerksamkeit erfordert. Ich hätte gedacht, Selbstpräservation und die Lure des Knowledge would be enough to entice the famous Watcher. Ich hätte gedacht, dass der Selbsterhaltungstrieb und die Aussicht auf Wissen ausreichen würden, um den berühmten Wächter anzulocken. But if not, perhaps Maura is correct. Maybe there is something to the south that can be turned against Aethys. Doch wenn nicht, dann liegt Maura vielleicht richtig. Vielleicht gibt es ja etwas im Süden, das gegen Aethys eingesetzt werden kann. You can turn the tide. Was, wenn du das Blatt wenden kannst? Ja, das klingt großartig. Wann fangen wir an? Sobald du kannst. Lengra runzelt die Stirn, wobei ihr Blick auf den Horizont streift. Maura's drive is frightening. Foolhardy. And her love of the Deadfire, uncompromising. If she's found some method of stopping Aethys. Maura's Handlang ist beängstigend, töricht und ihre Liebe zum Todesfeuer kennt keine Grenzen. Wenn sie einen Weg gefunden hat, um Aethys aufzuhalten. Make sure she doesn't destroy Aeora in an attempt to save her archipelago. Wir müssen sicher gehen, dass sie Aeora bei dem Versuch, die Insel zu retten, nicht zerstört. I await you in the Black Isles, a volcanic chain in the southeastern sea, due south of Tikawara. Don't tarry over long, Watcher. Ich werde auf den Schwarzen Inseln, einer Vulkankette im südöstlichen Meer südlich von Tikawara, auf dich warten. Zaudere dich allzu lange, Wächter. Das wird dann wohl die letzte DLC sein. Yay.
Als Lenkrad von der Reling hinabsteigt, schiebt ihr Drache unter sie und fängt sie auf. Die Flügel des großen Reptils graben sich in die Luft und es schwindet schnell in Richtung des Horizonts. Lenkrad sitzt sicher auf seinem Rücken. Oswald schaut zu dir. Bereit, einen Kurs zu planen, wenn du es bist, Kapitän. Ja, ich sollte erst einmal auf jeden Fall das Schiff wechseln und dann sollten wir uns das DLC erstmal ansehen.